Greninja. Ich denke, weshalb der Kirby dann nicht kommt, ist die Projektile. Also bei dem Projektil-Char würde das wahrscheinlich nicht klappen, einfach an der Edge zu stehen. Der Vorb. Aber schauen wir mal, wie das hier mit Greninja aussieht. Also was man über diesen Greninja sagen kann, ist, die Fähigkeit zu gimpen ist ziemlich gut. Also SDR kann sehr gut gimpen mit dem Charakter. Mag gerne Cross-Ups on Stage. Man sieht auf jeden Fall, dass es nicht sein Main ist. Ist noch nicht in allen Situationen 100%ig clean, aber in den wichtigen Situationen. Ja, wer entscheidet das Grand Final für sich? Stimmt gerne ab mit euren Bojen-Boni. Hier sehen wir den ersten Kill von SDN. Oh, okay, kommt er da raus aus der Situation? Gute Entscheidung von SDN, dass er da einfach diesen einen Hit frisst. Wäre rausgerollt oder hat er irgendwas anderes gemacht, wäre da wahrscheinlich nicht so glimpflich aus der Situation gekommen. Und es geht hier weiter. Ah, okay, gut reversed die Situation. Der zweite. Oh, schön. Klatsch. Ja, kann man mal probieren, aber nicht geklappt. Stage Position verloren und der Stock ist auch weg. SDNs Greninja also. Hat hier inzwischen mindestens 4 Charaktere, die er spielen kann. Also der Ike natürlich, sein Main. Genauso Kirby. Immer, der ist immer irgendwie am Point. Aber auch Wolf haben wir gesehen inzwischen. Und der Greninja, der hier gerade rausgeflogen ist und seinen ersten Stock verliert. Aber immer noch eine große Lead hat hier gerade. Ist wahrscheinlich eigentlich auch ein Char, der ganz gut ist gegen Robin. Also ich denke, der Speed, der Rushdown hilft auf jeden Fall gegen einen Charakter wie Robin. Den willst du eigentlich so viel wie möglich im Disadvantage haben. Okay, wie geht das hier weiter? Inzwischen Splash Mage auf seinem letzten Stock hat auch schon hohe Prozente, was ihm aber in einer Situation wie dieser natürlich auch helfen kann, einen Early Kill zu bekommen. Oh, okay, der Jab einfach. Beide Arten von Jab können killen. Und der Down Smash, okay. Oh, schnell den Foron weg. Oh, ja. Da kannst du nicht einfach ungeschoren auf die Stage kommen. Und denkt sich SDN und holt sich hier das erste Game. Wie wir wissen, Grand Finals, Winner's Side und Loser's Side gibt es hier. Ja. SDN hat bisher nichts verloren, also beziehungsweise nach Pools nichts mehr verloren und deswegen ist er in der Winner's Side und muss hier 2 Sets verlieren, damit er auch wirklich verliert. Und Splash Mage, bei ihm reicht es, wenn er 1 Set droppt. Also, SDN mit der 1-0 Führung. Wir gehen auf Battlefield. Finde ich eigentlich ganz interessant, dass er die nimmt. Aber ja, ein großes Problem waren die Projektile für SDN jetzt nicht. Deswegen denke ich, kann man da schon auf Battlefield gehen. Er hat ja selber auch Kombos, die er dadurch erweitern kann. Schauen wir mal. CS ist even. SDN entscheidet sich dafür, ihn nicht offstage zu bringen, sondern nach oben. Ja, kann man machen für den Damage. Safe.
Hat etwa keiner für Splash Match gestimmt gerade bei der Abstimmung? Ja doch, einer. Okay. Oh, er kommt einfach aus der Situation raus, indem er nichts macht. Okay, das killt, ja. Okay, wichtige Lead hier für Splash Mage. SDN, auch so einer, der die Lead eigentlich sofort wieder zurückergattert. Mal schauen, ob er es hier auch schafft. Oh, schöne Backer. Oh, und jetzt werden die Jumps outcalled. Stark. Okay. Ja, das ist der Kill. SDN hier also mit 100% schafft es, den Kill zu bekommen. Und arbeitet sich hier mit den Prozenten auch langsam Richtung Gleichstand. Okay, Edge-Situation. Oh, okay. Direkt aggressiv da rausgekommen. Ja, SDN kommt wirklich Stück für Stück hier näher. Okay, das war eine Backer. Zwei. Ah, okay. Aber tatsächlich. Immer noch die Lead für Splash Mage. Wir hatten eben fast eine, was, 90-95% Chance von SDN, dass du tot bist, wenn du auch nur eine Backer frisst. Was daran lag, dass er gegen Ryu gespielt hat. Aber wir haben hier gesehen, gegen Robin ist es dann vielleicht noch nicht so einfach. Okay, mal gucken, ob er daher wieder rauskommt. Ja, sieht gut aus. Bekommt sogar Stage Control für eine kurze Zeit. So, Itemzeit. Okay, killt ihn aber selbst. Okay, jetzt eine wichtige Situation hier gerade. Okay. SDN kommt echt ziemlich gut aus den Situationen raus. Was auch sehr wichtig ist, bei 50% hätte da schon ein F-Smash bei sein können. Was wahrscheinlich gekillt hätte. Okay. SDN immer noch im Rennen. Boah, das ganze Teil durchgeschildert. Noch nicht mal so viel Shield Damage gemacht. Jump Call Out. Ah, es könnte jetzt schwierig werden. Ja, hat immer noch genug Energie auf dem Schwert auch drauf, die wir da brauchen. Okay. Okay, ja, schon gut was vorgehabt, aber SDN kann das Ganze abwenden und bleibt immer noch im Rennen. 70-80%. Ja, es war aber klar, dass da der F-Smash kommt, ein Air-Dodge-Read. Gut, dass Splash Mage davon Bescheid wusste. Oh, auch hier nicht. 140%. Das sehen wir selten tatsächlich bei Splash Mage, dass die Leute so hoch kommen. Oh, 1-1, glaube ich. 1-1. Willst du mit kommentieren? Okay. Ja. Ich bekomme einen Co-Kommentator. So lobe ich mir das. Der ist als bekannte, beliebte Fred Faulich mal wieder am Start. Okay. Ja, Splash Match gegen SDN 1-1.
Ja, Greninja. Mhm. So wie auch schon davor. Er wechselt heute wirklich nicht. Mhm. Er bleibt da. Ja, also auch wirklich. Nur gegen Dafong hat er dann Kirby gespielt. Und das war ja auch crazy. Das hättest du mal sehen müssen. Das war crazy. Er hat die ganze Zeit nur an der Edge gestanden und B-gespammt. Das war sehr lustig. Angenehm. Es hat irgendwie geklappt. Er hat ihn einmal gedreistockt. Wow. Ja. Ja, aber das finde ich auch immerhin so interessant an SDN. Er hat irgendwie immer, also meistens ist es ja Ike, aber er hat irgendwie für jede Venue dann immer mal wieder so einen anderen Pick, den er mal rausholt. Manchmal ist es Kirby, manchmal ist es Greninja. Mhm. Wolf. Wolf auch öfters mal. Und dann reißt er mit dem Charakter auch konsequent das ganze Ding durch. Ja. Er wechselt auch nicht ab. Bleibt einfach da. Also jetzt außer anscheinend das eine Match gegen Dafong. Hat er den direkt am Anfang schon gepickt oder war das, nachdem er irgendwie... Ich weiß nicht, ob er das erste Game noch Greninja gepickt hat. Ich glaube, das erste Game noch Greninja und danach... Danach hat er dann geswitcht. Ja. Aber nicht auf Ike. So wie wir es eigentlich gewohnt sind, also... Mhm. Er ist ein sehr versatile Spieler auf jeden Fall. Ja. Aber ich denke, das gehört auch einfach dazu, wenn du halt in dieser Liga spielst. Ja, und gerade einfach bei 80 Charakteren kann es nicht schaden, wenn du den einen oder anderen hast. Vor allem, wenn du einen Charakter wie Ike spielst, der in manchen Matchups einfach verloren ist. Also ich meine, was willst du denn machen gegen Min Min? Ja, mit absolut Ike? Nicht. Okay. Okay. Wieder die Lead für Splash Mage. Aber vielleicht holt den... Oh nein. Vielleicht holt der SDN ihn ja auch wieder schnell raus. Aber 111% ist jetzt nicht zwingend Kill-Prozent für Greninja. Nee, das stimmt. Oh, shit. Splash Mage lässt sich auch kaum an... Oh, jetzt hat er ihn aber. Okay, interessant. Interessant wieder raufgekommen. War wahrscheinlich sogar nötig. Ich denke, sonst hätte ihn SDN gehabt. Ja, hätte er ansonsten für einen Two-Frame oder das Game können wahrscheinlich. Boah, ich weiß gar nicht, hat Ninja irgendwelche viable Two-Frame-Options? Boah, ich denke, Down-Smash, Dash-Attack, Down-Tilt sind alles keine schlechten Optionen, aber er hätte ihn wahrscheinlich einfach gebackert. Ja, das ist so. Hat er an dem Punkt schon Grab-Gelatscht? Grab-Gelatscht, Junge. Die Grab-Gelatscht. Oh, okay. Guter Start hier jetzt gerade. Noch einen dritten? Ja. Oh, und noch einen? Okay. Oh, nee, den habe ich mir rausgekommen. Okay, aber auf jeden Fall ein gutes Comeback hier jetzt gerade. Mhm. Er evened es wieder ein bisschen aus, aber er ist immer noch fast 50% ist er jetzt hinten wieder. Ah. Ja, kommt der echt immer wieder aus den Situationen raus. Finde ich interessant. Manche Charaktere würden das aber nicht können. Also ein Donkey Kong könnte nicht einfach hängen. Im halben Gesicht über der Edge. Manchmal wird Ranger auch getroffen. Aber dann ist es meistens nicht so schlimm. Meistens bleibt er einfach hängen. Die Pressure, die Robin da aufbauen kann. Mhm. Hol jetzt gerade auch den Kill. Also jetzt gerade swingt das Momentum ordentlich. Wieder ab erst? Nee. Keine Backer, okay. Ich muss sagen, ich finde es sehr interessant, wie man mit Robin... ich wollte schon sagen. Nee, das wäre ein bisschen... Aber nein. Die Goat, SDN, würde sowas niemals tun. Das sieht man selten, ne? So ja. SDN, SD... SDN, SD. SDN... Okay. Oh, ich dachte schon. Ja. 150% Max Rage. Vielleicht schafft es Splash Mage da nochmal irgendwie so ein Aerial reinzubekommen. Er hat halt wieder Schwert ab. Ja. Deswegen da ein gut gezielter. Oh, shit. Ja, nee, okay. Aber ansonsten ein gut gezielter Attack und es wäre raus gewesen. Ah. Und 110%. Ich liebe zwar SDN, aber das sieht gut aus. Nee, aber. Kann schon sein, dass er das irgendwie noch zurückholt. Er muss jetzt auf jeden Fall ordentlich Pressure pressuren, aber natürlich trotzdem irgendwie so safe spielen, dass er nicht eine Area abbekommt. Mir hat das Play vorhin mit dem Up-Tilt recht gut gefallen. Mhm. Er macht das auch gut. Macht das auch gut. Ja, er geht wirklich sehr, sehr safe. Was ich irgendwie sehr interessant finde, dass anscheinend bessere Greninjas einfach Side-B kaum bis gar nicht benutzen. Außer zum irgendwie recovern oder so. Also ich sehe es halt bei Tarek. Der benutzt die gerne
oben, also kurz vor der Blast Zone, benutzt er die manchmal nach links oder nach rechts, statt der Up-Air. Das ist ganz cool. Und auch die Down-B benutzt er ganz gut, also in manchen Situationen. Das ist eigentlich auch ein echt starker Konter. Ja, aber der kann dich halt auch theoretisch in einen ziemlich baden Spot packen. Ich weiß nicht, ob es eine... Tatsache. Splash-Mage geht hier also in Führung. Das Ganze ist natürlich, er kommt aus der Loser's Side, das heißt, er muss SDN zweimal besiegen. Und das könnte natürlich bedeuten, dass SDN es sich, ja immer noch, ne? Also ich glaube, so langsam sollte die von Splash Mage auch ja, leer sein. Hoffen wir es nicht. Wäre ein bisschen scheiße, wenn es direkt im Bracket passiert. Mhm. So einfach nach dem Bracket Reset, Game 10 und dann Batterie leer. Kann ich ja immer gucken nach Uhrzeit. Die Uhrzeit, okay. Ja, ich wollte nur die Uhrzeit einmal sehen. Ja. Guck mal hier. Silber Bracket Pokal. Oh, sehr hübsch. Oder? Finde ich schon ziemlich cool. Ah ja, da geht's weiter. So. Oh, er ist schon auf Ike. Er will das Ganze schon. Also jetzt hier werden. Jetzt will er auf Ernst gehen. Ja, my also King, my hier. Love. Mhm, der Main von SDN. Ike still Top 10 Spieler in DE. Ich hätte mir wirklich gern die Tournament-Spiele für die Deutschland-Placings angeguckt, aber. Ne. Habe ich auch nicht gesehen. Aber ich kriege im Moment sowieso sehr wenig mit. Nur so ganz große Turniere. Wenn überhaupt. Ich bin wenig auf Twitch unterwegs. Ja, NIZ natürlich, das eines Deutschlands größten. Selbst da trifft das. Ist das dein Ernst? Das ist unfassbar. Das ist eine Frechheit. Er geht so weit weg und trotzdem wird er getroffen. Auch wenn das der Main von einem Top 10 DE-Spieler ist, sollte man nicht vergessen, dass auch Splash Mage schon Sets gezogen hat von SDNs Ike. Mhm. Und auch generell auf regionalen, aber auch nationalen Turnieren schon auch echt gute Leistungen erbracht hat. Deswegen bin ich hier gespannt und ich glaube, es bleibt spannend. Auch wenn SDN jetzt full ernst macht. Oh, der Abwehr. Er ist super patient mit denen. Oh, okay. Oder wurde er einfach aus der Stage geworfen. Ja, hat er wahrscheinlich selbst nicht so ganz mitgerechnet. Ja. 33 Viewer. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir haben von TrueFawn Raid bekommen. Oh. Ja. Auf einmal hatten wir 180 Leute. Ich denke, ich sitze hier so alleine. Für den 2-4 Raid. Ach, schade. Also ich hätte gut da sein können. Ich sagte, er hätte Guyver in dem Moment auch gespielt. Oh, das wäre schön gewesen. Das wäre richtig cool gewesen. Aber auch so, sehr cool. SDN Bread and Butter. Normalerweise wäre wahrscheinlich Beißel an dem Spot. Außer Splash Mage besiegt die mal. Aber auch so, Splash Mage gegen SDN ist immer ein gutes Matchup. Es ist einfach toll zu schauen. So. Ich meine, es ist Fire Emblem gegen Fire Emblem. Wie schön kann das schon werden, aber die Spieler sind einfach. Ja, ich meine, es sind beides Character Specialists. Sowas ist immer so ziemlich cool. Mhm. Das überlebt er. Okay. Ja, aber okay, den aber nicht. Mit dem nächsten Abwehr. Ja, Character Specialists und generell, ich finde Schwertcharakter gegen Schwertcharakter ist eigentlich immer ein ziemlich nices Matchup. Sowas mag ich. Absolut. Ja, da haben wir es. 2-2, also Grand Finals ist nicht irgendwie free für SDN oder sowas, sondern es geht hier auch in Game Nummer 5, und zwar auf Pokémon Stadium 2. Ich weiß noch, wo wir vorhin schon auf Tour 4 waren, ich habe tatsächlich bei dem Turnier neulich, was er gemacht hat, mitgemacht. Er macht ja immer DSDT? So. DSDT? Ich glaube schon, ja. Also er hatte irgendwie zwei, glaube ich. Neulich, da war Akkusativ halt mit dabei und so. Dann haben die mich darauf eingeladen. Okay. Meine Winrate wurde nicht besser. Ja, das sind auch immer große Online-Turniere, ne? Oh. Schon ziemlich groß. Die drei Clanks hintereinander. Okay, schauen wir mal. Mit dem Counterpick, dadurch, dass er 2-1 geführt hat, hat er natürlich den Counterpick-Vorteil. Allerdings ist das auch eine Stage, die SDN picken würde. Im Moment kassiert er aber hart. Boom. Einfach die ganzen Sweet Spots von den Aerials. Oh, wie schön. Oh.
Ja, sehr schön gemacht. Und das ist jetzt gerade ein Riesenlied. Normalerweise, SDN lässt sich sowas nicht gefallen, egal wie sehr du führst. Eigentlich dauert das immer nur ein paar Sekunden und schon ist es wieder even. Mal gucken, wie es diesmal ist. Ich mir nochmal die Zeit kurz angucken. Ja. Oh, ich muss langsam leider echt los. Ich will die Grand Finals aber eigentlich nicht verpassen. Ja, bevor du den Zug verpasst. Ich nehme Schienenersatzverkehr. Das ist ein Bus. Oh. Ja, weil Slush ursprünglich derjenige war, der den Bus verpasst hat. Dann darfst du auf keinen Fall ganz hinten sitzen. Manchmal sind die kaputt und dann ist es da Hölle drin. Richtig heiß. Ich hatte eher Angst, dass da irgendwelche Assis ja, nee, ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Ja, nee, egal, auch bei ob der man Bahn, Bahn oder Schienenersatzverkehr. Ja, ja. Aber es ist ja auch entertaining, ne? Ja, kann es auf jeden Fall sein. Das kann auch ziemlich unangenehm sein. Okay, ja, ich gucke ja mal kurz nach, wie der Weg wäre. Vielleicht komme ich gleich nochmal zurück. Alles klar. Aber ansonsten, ciao. So. Gut, also wie wir sehen können, hat SDN hier, naja, Stock-wise aufgeholt. Allerdings die Prozente sehen nochmal deutlich anders aus. Ungefähr 100% Lead hier gerade. Ich weiß nicht. Okay. Das Schwert ist wieder online. Das heißt, jetzt könnte es gut sein, dass ein Kill fällt. Oh, aber nicht mal durch das Schwert, sondern durch Thoron. Und das ist jetzt gerade eine gute Situation für Splash Mage, aber die zu halten gegen STN in einem Game 5 Grand Final ist nicht leicht. Und jetzt gerade, wo ich sage, steht es 1:1 mit 0%. Und genau so wünscht man sich doch die Game 5s hier im Grand Final. So, okay. Dann schauen wir doch mal ins Game jetzt hier gerade. Kombo-Potenzial für SDN. Kommt Splash Mage aus der Situation wieder raus? 70% schon in dieser kurzen Zeit und jetzt auch gerade noch an der Edge. Wir haben eben drüber geredet. SDN sehr gut an der Edge, aber Splash Mage überhaupt keine Angst. Fährt da einfach rein. Oh. Ah, die Airlodge ist weg. Oh! 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 Ich bin fürs große Finale wieder reingekommen. Okay. Wow. Der Spike. Das war Klatsch. Der Spike. Das war einfach nur Klatsch. Also einfach sehr, sehr Klatsch gerade von Splash Mage in dieser Situation einfach für den Spike zu gehen. Und was das für uns heißt, ist, Grand Finals Reset. Wir gehen also in Grand Finals Nummer 2, 0-0. Splash Mage hat es geschafft. Okay. Versteht man nicht ganz, wie die Resets funktionieren. Was meinst du genau? Wieso wird das jetzt gereset? Also, SDN hatte bisher noch kein Set verloren in diesem Bracket. Das heißt, und jeder hat ja eine Losers-Chance sozusagen. Genau. Das heißt, Splash Mage, der aus dem Losers-Finals kam, hat SDN jetzt gerade ins Losers geworfen und muss jetzt nochmal gegen ihn spielen. Ja. Jeder okay, hat zwei Chancen. Verstehe. Das sind Double Elimination Brackets nämlich. Ja. Und ja. Also nicht nur 5, Splash Mage on fire gerade. Nee, der Ike ist on fire. Ja, also literally. Damn. Oh, okay. Die Nairs von Ike sind einfach so nasty. Aber jetzt kann man den ab, jetzt ist auch. Ich finde das so erstaunlich. Oh mein Gott. Wow. Ey, die halten sich wirklich nicht zurück hier gerade. Nee. Ist auch logisch, aber. Oh, ey, weißt du, wer der Einzige ist, der gerade auf Splash Mage gewettet hat? Ja. Ich. Oh, du machst fette Channel Points. Oh, hab ich ganz vergessen, dass ich das gemacht habe. 2.800, danke. 2.800 Channel Points. Ja, easy, damit kann man ein paar Nachrichten verfolgen. Auf jeden Fall. Oh. Während wir darauf gucken, macht SDN hier einfach gerade richtig Randale. Und holt sich auch noch den zweiten Stock von Splash Mage nach dieser starken Führung, die er hier von Anfang an hatte eigentlich. Wow. Ja, so kann es laufen. Aber das Game ist ja noch nicht mal vorbei. Aber gerade SDN, sowas von on fire. Oh mein Gott. Also wirklich, was er da mit dem Neutral B gerade die ganze Zeit...
hervorhebt von dieser Map. Mhm. Und die Musik ist auch. Ja, was war das? Gladion? Schön. Noch zwei Stocks. Ja, das war ein Two-Stock einfach. Wow. Nach dem ersten Stock, der einfach sofort gezogen wurde. Jetzt ist er komplett locked in. Ja. SD-Goat kommt zurück. Ja, so kann es laufen. So kann es laufen. Ja, er ist halt ein Spieler, den du nicht besiegt hast, wenn du ihn einmal unter Druck setzt oder sowas, sondern der ist schon ganz andere Sachen gewohnt. Also der hat schon so insane Sets mit Leuten wie Ruven und Robin GG und Häschen gehabt. Game 10 immer. Ich habe einmal gegen SDN Friendlies gemacht. Dann habe ich mir erlaubt, Ike zu picken. Oh mein Gott. Und hat er mich ge-JV vor uns. Ja. Wir haben mal so ein Turnier gemacht bei einer Messe, wo eigentlich nur Anfänger, also wir haben es niemandem erzählt, ne? Und das war so eine technische Messe hier in Kiel. Ja. Wo Leute ihre Games vorstellen und alles Mögliche. Und wir haben halt NIZ vorgestellt und wie gesagt, keinem von der davon erzählt. Und dann haben aber doch Leute davon mitbekommen aus Flensburg und sind gekommen und SDN war da. Und sonst nur Anfänger. SDN kommt immer überall. Und der hat so viele hin. Leute einfach ge-JV-fort, ne? Oh Mann. Wie traurig. Ja, so, ich weiß noch, so ein Mädel war dann da und sie hat mit Glurak dann gerade so Last Hit gegen jemanden gewonnen und hat sich richtig gefreut. Und dann musste sie als nächstes gegen SDN und dann wollte er sie einfach JV fawn. Aber er hat es nicht geschafft und die ganze Crowd ist explodiert, als die Side-B von Glurak ihn getroffen hat. Das ist geil. Okay, jetzt muss ich aber leider echt los. Ich bin aber echt gespannt auf das Finale. Ich setze mein Geld auf SDN. SD-Goat, er wird mein Herz gewinnen. Okay. Ja, danke fürs Commentary. Hat Spaß gemacht. Komm gut nach Heim. Du auch. Ciao. Okay. Jo, auf jeden Fall. Ciao. Ja. Schauen wir uns wieder in Game um. Wir sehen ein ganzes Stock-Lead für SDN. Er hatte das ja eben gerade schon mit dem F-Smash versucht, ne? So hin und wieder kommen die und meistens treffen die und das ist einfach crazy. Wie früh so ein Stock dann einfach weg ist. Oh, okay. Splash-Mage bleibt dran. Was war das für ein Upsmash? Das verstehe ich ja gar nicht, wie der in der Situation überhaupt möglich war. Okay. Also, es fängt gut an für SDN in diesem Grand Finals. Auch das zweite Game. Einer dominanten Lead, aber die Lead wird kleiner im Moment. Bis er die nächste Combo wahrscheinlich anfängt. Das heißt, es für Splash Mage pure Aggression. Macht er ziemlich gut gerade. 128%. Ah, killt noch lange nicht tatsächlich. Ah, der nächste vielleicht. Oh, okay. Gut, dass er den Air Dodge gewählt hat. Ich glaube, hätte die Abi gemacht, wäre er tot gewesen. Und Backthrow, auch das killt noch nicht. 185% einfach. Ja, da geht ja die Edge safe. Das kann man einfach so machen. Boah, der lässt sich echt nicht vor 200% killen einfach. Okay, da ist er. Der Jab. 50%. Alles noch im machbaren Bereich. Jetzt eine schöne Combo. Und das Ganze ist wieder even. Oh, da hat er gewartet auf den Air Dodge. Okay, kann Splashmate das Ding hier jetzt nochmal ausgleichen? Er hat schon geschafft, den Reset zu forcen. Oh, no. Das ist das 2:0 für SDN hier im Grand Final Reset. Ja, spannendes Set auf jeden Fall. Sehr spannendes Set. Jetzt gerade SDN nochmal auf einem anderen Level, wobei Splash Mage es trotzdem schafft, ganz gut mitzuhalten. Also Last Stock war das hier trotzdem. Im letzten Game hat er ihm auch eine böse Combo verpasst am Anfang, aber dann trotzdem getoo-stockt worden. Das ist crazy.
So, das potenziell letzte Game von heute. Wenn ich auf die Uhr gucke, 18.24 Uhr. Bis 18.30 Uhr ist geplant. Mal gucken. Vielleicht schafft Splash Mitch auch jetzt noch den Reverse. So. Okay. 76%. Oh, was? Das hat er einfach weggeschildert. Krass. Und ich sag's euch, irgendwann ist der Akku dann auch leer. Es kann gut sein, dass Splashmatch da gleich auf einmal ragdollt. Und ich bin gespannt, wie mit der Situation dann umgegangen wird. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, da wäre der Akku gerade leer gewesen. Ah, killt das schon? Oh, so stark. So, mein Controller habe ich zurück. Währenddessen. Oh. Da ist er. Beide mit Max Rage. SDN schafft es zuerst, den Kill zu bekommen. Und überlebt sogar noch den Shot hier gerade. Aber der zweite. Gut, wir sind hier immer noch even. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass die Chance, dass SDN das hier reißt, sehr hoch sind. Aber ich glaube, Splashmage hat hier auch noch gewisse Chancen. Gerade wenn er so spielt. Der Upsmash trifft diesmal nicht. Aber es war guter Damage. Schöne Prozentlead, die er sich hier erarbeitet hat. Die aber auch ganz schnell wieder weg sein kann, wenn er so ein F-Smash mal trifft. Mann. So. Oh, diesmal trifft der Upsmash. 40%. Gucken, ob wir den Classic SDN sehen. Two-Stock können wir jetzt von ihm nicht mehr erwarten. Aber wow, wie schnell er zurückkommt. Jedes Mal. Diesmal behält er aber das Momentum danach nicht. Und das sieht ja schon deutlich besser gerade für Splashmage aus. Kann sich natürlich immer sehr schnell ändern. Bei 83% und ein SDN an der Edge. Ah. Okay, okay. Wir sind hier wieder im Neutral. Das Ganze ist immer noch sehr even, wenn man so ungefähr das Gewicht noch dazu rechnet. Oh. Okay, das ist das Buch. Aber SDN natürlich aware. Okay. Ah. Schwierige Situation an der Edge gegen SDN bei den Prozenten. Vor allem, wenn es 2-0 steht. Ah, ja, er hat den Reach schon gehabt, aber das war alles ein bisschen zu spät. Oh, auch hier wieder. Oh, mein Gott. Es wurden einfach beide getroffen. Ich wusste auch nicht ganz in der Situation, wer hier jetzt gerade verliert und wer gewinnt. Aber es ist SDN mit seinem Ike, der das Ganze für sich entscheidet. Und zwar 3-0 dominant im Bracket Reset.